Janoschs Traumstunde. Ja. Ja. Und die Ansage. Wie der Tiger, der kleine Tiger und der kleine Bär die Post erfinden. Ja. Einmal, als der kleine Bär wieder zum Fluss angeln ging, sagte der kleine Tiger: Immer wenn du weg bist, bin ich so einsam. Schreib mir doch mal einen Brief aus der Ferne, damit ich mich freue, ja? Ist gut, sagte der kleine Bär und nahm gleich blaue Tinte in einer Flasche mit, eine Kanarienvogelfeder, denn damit kann man gut schreiben, und Briefpapier und einen Umschlag zum Verkleben. Unten am Fluss hängte er zuerst einen Wurm an den Haken und dann die Angel ins Wasser. Dann nahm er die Feder und schrieb mit der Tinte auf das Papier einen Brief. Tiger. Teile dir mit, dass es mir gut geht. Wie geht es dir? Schäle inzwischen die Zwiebeln und koch Kartoffeln. Denn es gibt vielleicht Fisch. Es küsst dich. Dein Freund Bär. Dann steckte er den Brief in den Umschlag und verklebte ihn. Abends nahm er den Fisch und den Eimer, die Tinte und die Feder und auch gleich den Brief mit und ging nach Hause. Er rief schon aus der Ferne vom kleinen Berg herunter: Wo ist ja den Tiger? Wo ist ja den Tiger? Aber der kleine Tiger hörte ihn nicht, weil er hinter dem Haus lag. Hatte keine Zwiebeln geschält und keine Kartoffeln gekocht, hatte die Stube nicht gefegt und auch die Blumen nicht gegossen, hatte zu nichts Lust gehabt, weil er wieder so einsam war. Und jetzt wollte er keinen Ruf mehr. Denn jetzt war der kleine Bär sowieso und persönlich und selbst zu Hause. In der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bär und sagte: Hey, Bär! Bär! Ich muss dir schnell noch etwas sagen, bevor du einschläfst. Könntest du mir morgen den Brief etwas eher schicken? Vielleicht durch einen schnellen Boten? Ja, ist gut, sagte der kleine Bär. Am nächsten Tag nahm er alles wieder mit. Die Tinte, die Feder, das Papier, den Umschlag. Aber auch eine Briefmarke. Am Fluss hängte er wieder den Wurm an die Angel und die Angel in den Fluss. Dann schrieb er: Lieber Freund, Tiger, mach alles so, wie es dir gestern schon schrieb. Ja, hoffentlich geht es dir gut. Schnelle Grüße und heiße Küsse. Dein Freund. Ja. Da kam
die elegante Gans vorbei. Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten, bitte, ja? An meinen Freund, den Tiger im Haus. Tut mir leid, sagte die elegante Gans. Ja, hab's eilig, muss auf eine Beerdigung. Dicke Fisch vorbei. Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten an meinen... Da war der Fisch schon weg. Fische sind blitzschnell. Und vielleicht auch schwerhörig. Dann kam die flinke Maus gelaufen, wollte den Brief nehmen. Aber da kam so ein kleiner Wind, nahm den Brief wie ein Segel und wehte beinahe alles davon. Kam der Fuchs vorbei. Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten, Herr Fuchs? Fragte der kleine Bär. An den Tiger im Haus. Tiger im Haus? Sagte der Fuchs. Nein, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss mit der eleganten Gans auf eine Beerdigung gehen. Elefant im Boot. Hey! Rief der kleine Bär. Hören Sie doch mal her. Aber der Elefant schlief wohl. Denn er bewegte sich nicht. Auch der Esel mit dem Rucksack wollte den Brief nicht mitnehmen. Und auch der kleine Mann mit der langen Nase nicht. Aber dann kam der Hase mit den schnellen Schuhen. Geben Sie her, Herr Bär. Ist der Brief im Kuvert? Ist eine Marke drauf? Und jetzt, Hase, lauf! Der Hase rannte so schnell in seine Schuhe trugen. Hast du nicht gesehen, zum Tiger nach Haus. Schnelle Hase. Und der Tiger sprang auf und rief: Wo? Wie? Was? Für wen und von wem? Für den Tiger, sagte der Hase. Oh, der Tiger bin ich selbst. Geben Sie doch her. Und er las den Brief von vorn bis hinten und von hinten bis vorn. Hatte jetzt wieder zu allem Lust. Und schälte die Zwiebeln, kochte Kartoffeln, fegte die Stube und das Leben war schön. Er machte ein heißes Feuer im Ofen für den guten Fisch zum Abendbrot. Und als der Bär nach Hause kam, machten sie sich einen gemütlichen Abend. Aßen Fisch mit heißen Kartoffeln und tranken Gänsewein aus dem Brunnen. Und nach dem guten Essen veranstalteten sie einen kleinen Budenzauber mit Geigen, Rabatz und Tanzvergnügen. Der Bär spielte die Kochlöffelgeige und der Tiger strich den Besenstielbass. Als der Maulwurf aus der Ferne die schöne Musik hörte, kam er sofort zu Besuch und tanzte auf dem Tisch mit seinem Spazierstock einen verliebten Schlummerlichtwalzer. Oh, heute ist der schönste Tag meines Lebens, rief der kleine Tiger. Und das war nicht gelogen. In der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bären und sagte: Hey Bär, ehe du einschläfst, wollte ich dir schnell bloß sagen, morgen darfst du dir Post wünschen, damit du dich auch mal freuen kannst. Einmal ich und einmal du. Gute Nacht noch. Am nächsten Tag,
nahm der kleine Tiger den Korb für die Pilze, die blaue Tinte in der Flasche und das Briefpapier und ging in den Wald. Heute schrieb er einen Brief an den Bären. Geliebter Freund und Bär, ich schreibe dir hiermit einen Brief, dass du dich freust. Punkt. Hoffentlich sehen wir uns bald. Heute Abend gibt es Pilze in Butter geschmort. Ich sehe sie nebenan schon wachsen. Mit Herzkuss, dein geliebter Freund Tiger. Ach ja, warte auf mich. Und so ging das jetzt jeden Tag. Einmal schrieb der kleine Bär an den kleinen Tiger und dann wieder umgekehrt. Und der schnelle Hase war der Briefträger. Einmal in der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bären und sagte: Du, wir könnten doch auch einmal einen Brief an unsere Tante Gans schreiben, damit sie sich auch mal freut, ja? Also schrieben sie gleich am nächsten Tag einen Brief an ihre Tante Gans. Schöne Grüße, alles Gute und wie es ihr denn gehe. Dann schrieb die Gans an ihren Vetter Igel. Der Igel an den kleinen Mann mit der langen Nase. Und weil jetzt jeder mal einen Brief schreiben wollte, konnte der schnelle Hase die Arbeit allein nicht bewältigen und er stellte die anderen Hasen aus dem Wald als Briefträger ein. Ihr müsst, sagte er, schnell und schweigsam sein. Dürft die Briefe nicht lesen und das, was darin steht, niemandem erzählen. Alles klar? Alles klar, riefen die Hasen mit den schnellen Schuhen. Und alles war klar. Dann wurden Kästen für die Briefe an alle Bäume gehängt, damit die Hasen die Briefe nicht mehr bei jedem abholen mussten. Und die wurden gelb angestrichen. Und der kleine Mann mit der langen Nase schrieb an den Löwen mit der blauen Hose. Der Löwe schrieb an den Elefanten. Und der Elefant wollte an seine Frau nach Afrika schreiben. Nach Afrika? Sagte der schnelle Hase. Kann ich nicht laufen. Das wäre Luftpost. Den befördert die Brieftaube hinüber. Und weil jetzt jeder mal einen Luftpostbrief schreiben wollte, musste die Brieftaube bald regelmäßig und schwer bepackt über das Meer fliegen. Einmal sagte der kleine Tiger: Aber wenn du im Wohnzimmer bist, ist es mir in der Küche auch so einsam, Bär. Da legten sie einen Gartenschlauch von hier nach dort. Haustelefon. Hören Sie mich? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Wer spricht denn dort? Hier spricht der Herr Bär. Ich verstehe Sie deutlich. Wir könnten doch, sagte der kleine Tiger, auch ein Telefon durch den Fluss legen. Dann brauche ich nicht immer so schwer zu schreiben. Und das taten sie auch. Unterwasserkabel. Und wenn wir so ein Telefon unter der Erde hätten, sagte der kleine Tiger, könnten wir durch den ganzen Wald bis zu unserer Tante Gans telefonieren. Da gruben die Maulwürfe ein unterirdisches Kabel-Telefon-Unterhaltungsnetz. Von hier nach dort und von dort nach da, kreuz und quer. Hallo, Tante Gans, hier spricht ein kleiner... Kannst du mich hören, Tante Gans?
Der Tiger mit dem kleinen Tigerschwänzchen hinten. Dein Neffe. Und ich, der Bär, rief der Bär. Sag, ich bin auch hier, Tiger. Und jetzt konnte hier jeder im Wald und am Fluss an jeden einen Brief schreiben. Und wenn er wollte, mit seiner Freundin in der Ferne reden. War das nicht fabelhaft? Oh, Bär, sagte der Tiger. Ist das Leben nicht unheimlich schön? Sag. Ja, ja, sagte der kleine Bär. Ganz unheimlich und schön. Und da hatten sie verdammt ziemlich recht. Mein Name ist Waldbär. Großer, dicker Waldbär. Ja. Ich bin der Vater aller Dinge. Ich meine, ich bin der Vater. Mir untersteht hier diese schöne Sendung. Mir untersteht die Ansage, das Fernsehen, der Wald, das Feld und überhaupt. Und die Verwaltung. Die Verwaltung von dieser schönen Geschichte. Wie der kleine Bär und der kleine Tiger das Land ihrer Träume finden. Panama. Es waren einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger. Die lebten dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem großen Baum. Uns geht es gut, sagte der kleine Tiger. Denn wir haben alles, was das Herz begehrt. Und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, weil wir nämlich auch noch stark sind. Ist das wahr, Bär? Jawohl, sagte der kleine Bär. Ich bin stark wie ein Bär und du bist stark wie ein Tiger. Das reicht. Der kleine Bär ging jeden Tag mit der Angel fischen. Und der kleine Tiger ging in den Wald Pilze finden. Der kleine Bär kochte jeden Tag das Essen, denn er war ein guter Koch. Möchten Sie den Fisch lieber mit Salz und Pfeffer, Herr Tiger, oder besser mit Zitrone und Zwiebel? Alles zusammen, sagte der kleine Tiger. Und zwar die größte Portion. Sie hatten wirklich ein schönes Leben. Aber eines Tages schwamm auf dem Fluss eine Kiste vorbei. Bananen, schnupperte der kleine Bär. Panama, las er. Die Kiste kommt aus Panama und Panama riecht nach Bananen. Oh, Panama ist das Land meiner Träume. Er lief nach Haus und erzählte dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama. In Panama, sagte er, ist alles viel schöner, weißt du, denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Panama ist das Land unserer Träume, Tiger. Wir müssen sofort morgen nach Panama. Was sagst du, Tiger? Sofort morgen, sagte der kleine Tiger. Denn wir brauchen uns doch vor nichts zu fürchten, Bär. Aber meine Tigerente muss auch mit. Am nächsten Morgen standen sie noch viel früher auf als sonst.
Wenn man den Weg nicht weiß, sagte der kleine Bär, braucht man zuerst einen Wegweiser. Und baute aus der Kiste einen Wegweiser. Er nahm noch seinen Hut und dann gingen sie los, dem Wegweiser nach, am Fluss entlang. Schon bald begegneten sie einer Maus. Hallo, Maus, sagte der kleine Bär. Wir gehen nach Panama. Dort ist alles ganz anders und viel größer. Größer als unser Mauseloch? Fragte die Maus. Das kann doch nicht sein. Ach, was wissen Mäuse denn von Panama? Nichts, nichts und wieder nichts. Als sie beim alten Fuchs vorbeikamen, war der gerade dabei, mit einer Gans seinen Geburtstag zu feiern. Wo geht's denn hier nach Panama? Fragte der kleine Bär. Irgendwo nach links, sagte der Fuchs, ohne lange zu überlegen, denn er wollte nicht gestört werden. Auch eine Kuh, die es nicht besser wusste, sagte, Irgendwo nach links, denn rechts wohnt der Bauer. Und wo der Bauer wohnt, kann nicht Panama sein. Das war wieder falsch. Denn wenn man immer irgendwo nach links geht, dann geht man im Kreis. Und wo kommt man dann hin? Na, dorthin, wo man hergekommen ist. Am Abend trafen sie zwei Leute, einen Hasen und einen Igel. Die trugen gerade ihre Ernte nach Hause. Wir freuen uns über jeden Besuch, der uns etwas erzählen kann, sagte der Hase. Kommt mit zu uns nach Hause. Ihr könnt bei uns übernachten. Zu Hause, beim Hasen, beim Igel, erzählte der kleine Bär den ganzen Abend von Panama. Zusammen mit dem kleinen Tiger durfte er auf dem gemütlichen Sofa sitzen. So ein Sofa, sagte der kleine Tiger, ist das Allerschönste auf der Welt. Wir kaufen uns in Panama auch so ein Sofa. Dann haben wir wirklich alles, was das Herz begehrt. Ja? Ja, sagte der kleine Bär. Und Panama, sagte er, ist unser Traumland, weil es von oben bis unten nach Bananen riecht, nicht wahr, Tiger? Wir waren noch nie weiter als bis zum anderen Ende unseres Feldes, sagte der Hase. Das Feld war bis heute immer unser Traumland, weil doch das Getreide wächst, von dem wir leben. Aber jetzt heißt unser Traumland Panama. Oh, wie schön ist Panama, nicht wahr, Igel? In dieser Nacht träumten alle vier von Panama. Am nächsten Morgen kamen sie bald zu einem Fluss. Such du schon mal Bretter und Holz, sagte der kleine Bär. Und dann baute er ein Floß. Wie gut, sagte der kleine Tiger. Wenn man einen Freund hat, der ein Floß bauen kann, dann braucht man sich vor nichts zu fürchten. Sie zogen das Floß in den Fluss und schwammen damit auf die andere Seite. Auf der anderen Seite gingen sie wieder am Fluss entlang. Und der kleine Bär sagte, du kannst ruhig immer hinter mir hergehen, denn ich weiß den Weg nach Panama. Dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten, sagte der kleine Tiger. Und sie gingen so lange, bis sie zu einer kleinen Brücke kamen. Der Fluss hatte die kleine Brücke im Laufe der Zeit etwas zerstört. Wir müssen die Brücke reparieren, sagte der kleine Tiger. Heb du das Brett von unten und ich hebe das Brett von oben. Aber pass auf, dass meine Tigerente nicht ins Wasser rollt. Nicht weit hinter der Brücke trafen sie eine Krähe. Vögel sind nicht dumm, sagte der kleine Bär. Und er fragte die Krähe nach dem Weg. Welchen Weg? Fragte die Krähe. Es gibt 100 und 1000 Wege. In unser Traumland, sagte der kleine Bär. Das Land kann ich euch wohl zeigen, sagte die Krähe, denn Vögel wissen alles. Und sie schwang sich auf den untersten Ast des großen Baumes und flog höher und höher. Lass mich nicht los, Bär, rief der kleine Tiger. Sonst bricht sich meine Tigerente ein Rad. Das da, sagte die Krähe, ist es. Und sie zeigte mit dem Flügel ringsherum. Oh, rief der kleine Tiger. Ist das schön, nicht wahr, Bär? Viel schöner als alles, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, sagte der kleine Bär. Was sie sahen,
war aber gar nichts anderes als das Land und der Fluss, wo sie immer gewohnt hatten. Nur hatten sie das Land noch nie von oben gesehen. Oh, das ist ja Panama, sagte der kleine Tiger. Komm, wir müssen sofort weiter. Dort bauen wir uns ein kleines, gemütliches Haus mit Schornstein. Wir brauchen uns doch vor nichts zu fürchten, Bär. Schon nach einem kurzen Weg fanden sie einen Wegweiser. Er lag umgekippt im Gras. Was siehst du da, Tiger? Wo denn? Paraguay. Falsch. Pantoffel. Nein, du Dummkopf. Panama. Panama, Tiger. Wir sind in Panama, im Land unserer Träume. Und sie tanzten vor Freude hin und her und ringsherum. Und als sie noch ein kleines Stück weiter gingen, kamen sie zu einem verfallenen Haus mit Schornstein. Oh, Tiger, ein Haus, ein wunderbar, wundervoll schönes Haus mit Schornstein. Das schönste Haus der Welt, da könnten wir doch wohnen. Wie still und gemütlich es hier ist, Tiger, rief der kleine Bär. Lausch doch mal. Der Wind und der Regen hatten ihr altes Haus ein bisschen verwittern lassen, sodass sie es nicht wiedererkannten. Die Bäume und Sträucher waren höher gewachsen, alles war etwas größer geworden. Hier ist alles viel größer, Bär, rief der kleine Tiger. Panama ist so wunderbar, wundervoll schön, nicht wahr? Sie fingen an, das Haus zu reparieren. Der kleine Bär baute ein Dach und einen Tisch und zwei Stühle und zwei Betten. Dann pflanzten sie im Garten Pflanzen. Und bald war alles wieder wie früher. Der kleine Bär ging fischen, der kleine Tiger ging Pilze finden. Nur war es noch schöner, denn sie holten sich ein Sofa aus Plüsch, das war ganz weich. Das Haus bei den Sträuchern kam ihnen so schön vor wie kein Platz auf der Welt. Oh, Tiger, sagte jeden Tag der kleine Bär. Wie gut ist es, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr? Ja, sagte der kleine Tiger. Das Land unserer Träume. Da brauchen wir nie, nie wieder wegzugehen. Du meinst, dann hätten sie doch gleich zu Hause bleiben können? Du meinst, dann hätten sie sich den weiten Weg gespart? Oh nein, denn sie hätten den Fuchs nicht getroffen und die Krähe nicht und sie hätten den Hasen und den Igel nicht getroffen und sie hätten nie erfahren, wie gemütlich so ein schönes, weiches Sofa aus Plüsch ist. Der Mensch braucht, nein, der Bär braucht, nein, ein jeder braucht Kommunikation ist, wenn einer zu einem anderen spricht und der andere spricht auch etwas und der eine spricht wieder zurück und so geht das hin und her. Man kann dazu auch sagen, Quasselei. Wenn aber viele zusammen quasseln und tanzen und singen und Limo trinken, dann kann man dazu sagen, Ringelpiez. Budenzauber. Ja, ja. Und alles das zusammen, kann man sagen, ist eine Party. Eine Riesenparty beim kleinen Tiger.
Einmal sagte der kleine Tiger zum kleinen Bären, und sie hatten noch keinen einzigen Fisch gefangen. Autsch! Ich sage jetzt einmal, nun habe ich Geburtstag und wir feiern eine Party. Oh, eine Party! Und Geburtstag. Haha, da mache ich sofort mit. Da bin ich hochbegeistert, rief der kleine Bär. Party? Rief da Ulrich Kastenfrosch. Habe ich recht gehört? Da bin ich aber voll dabei. Und sie ruderten an Land. Am Ufer war die musikalische Ente und wusch ihre Harmonika. Ein Ton hatte geklemmt. Lehm war im Getriebe gewesen. Wo lauft ihr denn hin, Jungs? Rief sie. Riesenparty beim Tiger, Quark. Ihr sagt, er hat Geburtstag, quakte der Kastenfrosch. Party? Beim Tiger? Zu Haus? Da bin ich aber total dabei. Da spiele ich die Musik, da bringe ich die große Nummer, Leute, sagte die harmonische Ente. Sie zog die Harmonika aus dem Wasser und ging mit den anderen mit. Es müssen nämlich erst die Gäste eingeladen werden. Das geht nicht so schnell, sagte der kleine Tiger. Ihr könnt bei uns übernachten, bis die Party beginnt, sagte der kleine Bär. In der Nacht schliefen sie auf dem famosen Sofa. Unten der kleine Bär, dann der Tiger, dann die musikalische Ente und zu oberst Ulrich Kastenfrosch. Dann erst die Harmonika. Gegen 6 Uhr wachte der kleine Tiger auf. Was ist denn eine Party, Bär? Eine Party ist, sagte der kleine Bär. Wenn, ja, also wenn... Budenzauber, rief die musikalische Ente. Budenzauber Ringelpiez. Und alle tanzen. Ich mache die Musik. Und was gibt es zu trinken? Gänsewein, sagte der kleine Bär. Gänsewein hat die Tante Gans, rief die musikalische Ente. Sofort riefen sie die Tante Gans an. Gartenschlauchtelefon. In den Trichter gesprochen, in den Gartenschlauch. Der Gartenschlauch durch das Loch in der Wand hinaus in den Garten. Dort in den Maulwurfshügel und unter der Erde durch die Maulwurfswege bis zur Tante Gans. Die Tante Gans schlief noch. Hallo? Tante Gans, rief der Bär. Ach, ja, Tante Gans, wer dort? Bitte melden, rief sie. Hier, Bär, sagte der kleine Bär. Welcher Bär? Unser Bär, rief der kleine Bär. Euer Bär, der kleine Bär. Oh, der! Rief die Tante Gans. Schon weiß ich Bescheid. Wie geht es dem Tiger? Was gibt es Neues? Es gibt eine Party für den Tiger. Er sagt, er hat Geburtstag, sagt er. Oh, eine Party? Rief die Tante Gans. Da muss ich aber dabei sein, denn ich bringe den Gänsewein. Unter der Erde aber, neben der Telefonleitung, hatte der glückliche Maulwurf seine Bude. Und er hatte Besuch.
Der Quasselkasper aus Wasserburg schlief bei ihm. Hatte halb im Traum, halb wach gehört, was der kleine Bär mit der Tante Gans sprach. Eine Party, Maule! Eine Party beim kleinen Tiger! Rief er. Da müssen wir sofort hin. Eine Party ist meine Lieblingsbeschäftigung. Quack, quack. Und wer kommt zur Party? Fragte indes Ulrich Kastenfrosch. Ja, wer kommt denn? Fragte der kleine Tiger den kleinen Bären. Na, alle, sagte der kleine Bär. Aber nicht der Fuchs, rief die musikalische Ente. Weil der mich belästigt. Zuerst müssen Einladungen verschickt werden, sagte der kleine Tiger. Die Einladung schreibt der Bär. Er hat eine schnellere Handschrift. Ich nenne die Namen. Der kleine Bär schrieb alle Namen auf eine Liste. Der riesengraue Elefant, der wilde Hund, Kaspermütze, der Löwe mit der blauen Hose. Das kleine Schwein. Nein, das nicht. Das kleine Schwein stinkt. Das aber doch, denn ich kenne es. Der kleine Bär sagte ja, aber er schrieb es nicht auf. Kleines Schwein, nicht eingeladen. Aber der Fuchs, der Hase Baldrian, Schnuddelpferdchen, der Froschkönig und 100 andere mehr. Jetzt schreib 100 Zettel. Riesenparty beim kleinen Tiger, sagte der kleine Tiger. 100 Zettel geschrieben, die Zettel in 100 Briefumschläge gesteckt, die Adressen geschrieben, Briefmarken drauf. Die Briefe in den Korb in das Boot, mit dem Boot über den Fluss, die Post in den Briefkasten. Verdammt viel Arbeit für den kleinen Bären. Und da kamen sie auch schon alle. Der Löwe mit der blauen Hose und Kaspermütze. Das Huhn mit dem Ei und die beiden Waldfrösche Hinze und Kunzi. Schnuddel und Schnuddelpferdchen. Der Mann mit der langen Nase. Der riesengraue Elefant. Von der einen Seite. Von der anderen Seite kamen die anderen Gäste. Oben der Kanari und unten der wilde Hund mit seinem Gesellen und alle, die wir schon kennen. Zuletzt kam das kleine Schwein. War gar nicht eingeladen. Schwamm drüber. Eine Party ist eine Party. Da kann auch mal kommen, wer nicht kommen soll. Und ehe sich einer versah, war die Bude knüppeldicke voll. Ach, verreisen Sie doch einmal mit mir zusammen nach Mallorca, Herr, sagte der Reiseesel zu dem Mann mit der langen Nase. Wir nehmen zusammen ein Zimmer, dann spart sich jeder den halben Preis. Beim Birnensaft, sage ich, ist das Wichtigste und das sollen Sie mir glauben, dass er schmeckt. Ist das nicht so? Jawohl, jawohl, sagte der wilde Hund. Genau so muss das sein. Wie viel spart sich jeder? Den halben Preis. Dann komme ich mit. Jawohl. So schnell findet Anna auf einer Party einen neuen Freund, der ihm hilft, Geld zu sparen. Bin hoch erfreut, sagte der Quasselkasper aus Wasserburg zum Kasper Mütze. Sie hier persönlich zu treffen. Auch ich habe eine Mütze, nur ist die ganz anders. Ich habe 6. sagte Kasper Mütze. Der Fuchs klimperte ein zärtliches Lied für eine junge Gans, denn er hatte sich verliebt. Auch das Gänschen hatte sich verliebt. Jeder gegenseitig in den anderen. So leicht verliert einer auf einer Party Herz, Kopf und Kragen. Nur Ulrich Kastenfrosch gefiel es nicht so recht.
Er hing irgendwo herum. Die Party war ihm zu dumm, zu verdattelt. Er wünschte sich eine fetzige Sause, einen unvergesslichen Ringelpiez. Da ging er in den Garten und steckte den Gartenschlauch auf die Gartenschlauchtelefonanlage und drehte das Wasser auf. Und ehe sich einer versah, war die Bude vollgelaufen. Herr Jemine, war das eine Freude. Jetzt wurde die Party für jeden die schönste Party seines Lebens. Unvergesslich, riesenhaft. In Wasserburg ist alles haargenau so. Alles ist unter oder über Wasser, je nachdem, wo es sich befindet. Und beim Kofferpacken wäre ich Ihnen ganz gern behilflich. Sie müssen ganz dringend ein Badehöschen mitnehmen und so einen Gummiball für das Meer. Das kleine Schweinchen sagte zum Löwen mit der blauen Hose: Kommen Sie doch mal bei mir vorbei. Ich backe Ihnen Kuchen. Ich meine, wir passen auch gut zusammen. Sie so stark und ich so schön. Und gab ihm seine Adresse. Die Arme vor und zurück. Vor und zurück. Als die Party am schönsten war, kam Waldschmidt Ziegenbock. 8 Stunden zu spät. Da öffnete er die Tür und das Wasser mit seinen Gästen lief heraus. Eine wunderschöne Party war das, sagte der riesengraue Elefant. Und da hatte er verdammt recht. Jeder hatte mit jedem ein schönes Gespräch gehabt. Jeder hatte vom kleinen Schweinchen die Adresse bekommen. Und wer vorher einen bösen Feind hatte, hatte hier mit ihm ein Glas Gänsewein getrunken und alles war wieder in Ordnung. Der kleine Bär trug die Möbel wieder in die Bude. Der kleine Tiger sagte: Und übermorgen werde ich sagen, nun hast du einmal Geburtstag, Bär, und wir feiern eine Party. Oh ja. Übermorgen habe ich Geburtstag und wir feiern eine Party. Da bin ich aber hochbegeistert, brummte der kleine Bär und schlief schon lange. Denn für ihn war es ziemlich viel Arbeit gewesen. Das war eine schöne Party. Also alles, alles eine schöne Party werde ich wohl nie vergessen können. Der arme, arme Tiger, der ist so übel dran. Er ist ein wenig krank heut, weil er nicht laufen kann. Nicht laufen kann, nicht laufen kann, nicht laufen kann. Aber dann sagte der kleine Bär: Ich mach dich gesund. Ja,
Ich mach dich gesund, sagte der Bär. Einmal kam der kleine Tiger aus dem Wald gehampelt. Konnte nicht mehr gehen, nicht mehr stehen und fiel um. Legte sich mitten unterwegs auf der Wiese auf die Erde. Sofort kam der kleine Bär gelaufen und rief: Was ist denn, Tiger? Bist du krank? Oh ja, ich bin so krank. Ich kann fast nichts mehr bewegen. Oh, ist halb so schlimm. Ich mach dich gesund, sagte der kleine Bär. Wo tut es dir denn ungefähr weh? Hier, sagte der kleine Tiger und zeigte zuerst auf die Pfote. Und dann hier auf der anderen Pfote. An den Beinen auch und vorn und hinten und rechts und links und oben und unten. Was? Überall? Ja, du, dann muss ich dich tragen. Und er trug ihn nach Haus. Du musst mich aber verbinden, rief der kleine Tiger. Ja, jawohl, ganz klar, sagte der kleine Bär. Erst die Pfote, sagte der kleine Tiger. Und der kleine Bär verband ihm zuerst die eine Pfote, dann die andere. So, und wo noch? Den Rücken, sagte der kleine Tiger. Aber wenn man den Rücken verbindet, verbindet man auch die Brust. Also verband der kleine Bär den Rücken und die Brust ganz rundherum. Und weil die Binde noch nicht zu Ende war, verband er den ganzen kleinen Tiger. Von oben bis unten. Den Kopf nicht, sagte der kleine Tiger. Denn vielleicht muss ich etwas husten. Als der kleine Tiger verbunden war, ging es ihm schon ein wenig besser. Aber dann ging es ihm wieder ein wenig schlechter, denn er hatte Hunger. Oh, ich koch dir was Dolles, sagte der kleine Bär. Sag doch mal deine Leibspeise. Springforelle mit Mandelkernsoße, Kartoffelchen und Semmelbrösel. Haben wir nicht, sagte der kleine Bär. Sag was anderes. Eiernudeln mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln, sagte der kleine Tiger. Das haben wir auch nicht. Sag noch was anderes. Semmelbrösel, sagte der kleine Tiger. Aber die hatten sie auch nicht. Sag doch mal Bouillon. Ja, Bouillon. Das wollte ich haargenau sagen. Und dann kochte er für den kleinen Tiger eine fabelhafte Bouillon mit Kartoffeln und Mohrrüben aus dem Garten. Als der kleine Tiger gespeist hatte, ging es ihm schon wieder ein wenig besser. Aber dann ging es ihm wieder ein wenig schlechter. Denn er wollte gemütlich schlafen. Auf dem guten Sofa mit den weichen Kissen, sagte der kleine Tiger. Aber oben zugedeckt mit der Leopardendecke. Der kleine Tiger legte sich auf das schöne, gemütliche Sofa mit den weichen Kissen. Und der kleine Bär deckte ihn mit der Leopardendecke zu. Und der kleine Tiger schlief ein Weilchen. Als er aufwachte, ging es ihm schon wieder ein wenig besser. Aber dann ging es ihm wieder ein wenig schlechter. Denn er wünschte sich Besuch. Der Hase kam und rief: Oh, der kleine Tiger ist krank. Was fehlt ihm denn?
Das weiß ich nicht, sagte der kleine Tiger. Das wissen wir nicht, sagte der kleine Bär. Dann muss er untersucht werden. Vom Dr. Brausefrosch, sagte der Hase. Im Krankenhaus für Tiere, sagte der Hase. Im Krankenhaus für Tiere, Tiger. Morgen? Fragte der kleine Tiger. Morgen, sagte der kleine Bär. Da ging es dem kleinen Tiger schon wieder ein wenig besser. Denn im Krankenhaus für Tiere ist es schön. In der Nacht schlief der kleine Bär beim kleinen Tiger. Denn das macht gesund. Am Morgen ging es dem kleinen Tiger wieder ein wenig besser. Und der Verband konnte weg. Aber dann ging es ihm ein wenig schlechter, denn er wollte schon bald in das Krankenhaus für Tiere. Da kamen der starke Wolf und der starke Ziegenbock mit einer Tragbahre. Denn wer krank ist, der darf getragen werden. Vorsichtig, sagte der kleine Bär. Tragen Sie ihn ja vorsichtig und lassen Sie ihn ja nicht fallen. Er ist mein Freund. Und die Leopardendecke durfte auch mit. Sie waren noch nicht weit gegangen, da trafen sie den guten, riesengrauen Elefanten. Wo geht's denn hin, ihr Leute? Fragte er. Krankenhaus für Tiere, sagte der kleine Bär. Der Tiger ist krank. Wir machen ihn gesund. Oh, da muss ich ein kleines Stück mitkommen. Vielleicht kann man mich brauchen, sagte der gute, riesengraue Elefant. Dann trafen sie die gelbe Ente und den Hasen, eine Maus, den Löwen mit der blauen Hose, den Hund, den Igel und den Wanderesel mit dem Rucksack. Und sie gingen alle mit. Bloß den Tiger nicht fallen, du, rief der kleine Bär. Er ist doch krank. Sie trugen ihn vorsichtig, vorsichtig in das Krankenhaus für Tiere. Schwester Luzi. Schwester Luzi war eine gute Ente. Im Zimmer Nummer 5 lag auch der Fuchs. Wo kommt ihr denn her, Jungs, hä? Der Tiger ist krank. Aber wir machen ihn gesund. Krank? Oh, krank bin ich auch. Pfote gebrochen. Hab mit dem Löwen gekämpft. Ich? Gesiegt. War aber gelogen. Hatte Hühner stehlen wollen, hatte sich die Pfote in der Tür eingeklemmt. Im Krankenhaus, sagte Schwester Luzi, bekommt jeder ein sauberes Nachthemd. Anprobiert? Passt genau. Und dann wurde der kleine Tiger untersucht. Quack. Tief einatmen, sagte Dr. Brausefrosch, machte der kleine Tiger. Noch tiefer. gut so, sagte Dr. Brausefrosch und horchte erst vorn am kleinen Tiger und dann hinten. Und dann war die Untersuchung beendet. Nächste Untersuchung, Röntgen. Was ist denn Röntgen, hä? Fragte der kleine Bär. Quack.
durchleuchten? Sagte Dr. Bräusefrosch, der auch der Röntgenarzt war. Ja, na, was ist denn durchleuchten? Durchleuchten ist, wenn der kleine Tiger hier in den Kasten geht, quak und von hinten mit Licht beleuchtet wird. Das Licht leuchtet durch ihn hindurch, quak, und vorn bin ich. Ich sehe durch den kleinen Tiger durch, was ihm fehlt. Aha, ein Streifen verrutscht, quak, rief Dr. Brausefrosch. Und jetzt wissen wir, was dem kleinen Tiger fehlt. Und zwar Streifen verrutscht. Quak, 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 halb so schlimm, sagte Dr. Brausefrosch. Kleine Operation, Tiger geheilt. Was ist denn eine Operation? Eine Operation ist, Quark, wenn der kleine Tiger eine wohltuende Spritze bekommt. Er schläft und hat einen schönen blauen Traum. Wacht auf, Operation vorbei, Tiger geheilt. Aber zuerst wurde der Fuchs ein wenig operiert. Ah, so eine Spritze ist nichts für kleine Tiere, spielte sich der Fuchs auf. Denn da braucht man starke Nerven. Mhm. Das piekt. Piekt? Rief der kleine Bär. Piekt? Uns piekt nichts, Herr Fuchs. Ein Tiger ist ein Tiger und ein Bär ist ein Bär. Kleine Spritze. Blauer Traum. Operation vorbei, nix gemerkt, Pfote gerade. Dann kam der kleine Tiger dran. Wohltuende kleine Spritze, blauer Traum, Operation vorbei, nix gemerkt, Tiger gesund. Morgen, sagte Dr. Brausefrosch. Können Sie nach Hause, Herr Tiger. Total, komplett, gesund, geheilt. Quark, jawohl. Am nächsten Tag kamen alle und holten den kleinen Tiger ab. Heimweh bis zum Hals. 800 Meter ungefähr, genau. Luftlinie, sagte der riesengraue Elefant. Und jetzt wünsch dir mal deine Leibspeise. Hm? Und ich koche sie. Springforellen mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln. Oh nein, eine andere. Eiernudeln mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln. Noch eine andere. Sag doch mal Bouillon. Oh ja, das wollte ich sagen, rief der kleine Tiger. Und das gab es dann auch. Mit Fettäuglein, Petersilie und Mohrrübelchen aus dem Garten. Aber nächstes Jahr, sagte der kleine Bär, da darf ich einmal krank sein, ja? Und du machst mich gesund, hm? Ganz klar, sagte der kleine Tiger. Selbstverständlich, ja. Huh?
Und dann war er wieder gesund. Ja. Und ich habe das hier alles angesagt, weil ich der große, dicke Ansager, Waldansager, ich meine Waldbär war, bin. Oder so. Oder ach was. Komm, wir finden einen Schatz, 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 Schatz. Komm, wir finden einen Schatz, 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 Schatz. Einen Schatz, 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 Schatz. Komm, wir finden einen Schatz, 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 Schatz. Es waren einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger. Der kleine Bär ging jeden Tag mit der Angel fischen. Und der kleine Tiger ging in den Wald, Hilze finden. Einmal hatte der kleine Bär den ganzen Tag im Fluss geangelt, aber er hatte keinen einzigen Fisch gefangen. Leerer Eimer, müde Knochen und kein Braten im Topf. Heute gibt es keinen Fisch, Tiger, sagte der kleine Bär. Denn ich habe keinen gefangen. Dann kochte er Blumenkohl aus dem Garten. Mit Kartoffeln, Salz und etwas Butter dazu. Weißt du, was das größte Glück der Erde wäre? Sagte der kleine Tiger. Reichtum. Dann hättest du mir heute 2 Forellen kaufen können. Forellen sind nämlich meine Leib- und Königsspeise. Oh ja, Forellen, rief der kleine Bär. Denn Forellen waren sein Anglertraum. Und als Nachspeise, sagte der kleine Bär, Bienenstichkuchen. Oh, Bienenstichkuchen, quietschte der kleine Tiger. Da flimmert es mir ja schon auf der Zunge, wenn ich das nur höre. Und morgen, sagte der kleine Bär, morgen würde ich mir dringend sofort ein Schlauchboot kaufen müssen, weil ich das nämlich brauche. Nein, nein, rief der kleine Tiger. Zuallererst brauche ich eine Hollywood-Schaukel. Oh ja. Und wir lassen uns raffinierte Sommeranzüge nähen, sagte der kleine Bär. Dann gehen wir auf den Jägerball tanzen. Ja, einen flotten Tango auf das Parkett legen. Oh ja, Tiger, das wäre was. Ja. Sagte der kleine Tiger. Wir finden einen Schatz. Am nächsten Tag ging der kleine Tiger in den Wald, Pilze sammeln. Die haben sie auf dem Markt verkauft. Für das Geld haben sie ein festes Seil und eine neue Schaufel und 2 Eimer gekauft. Denn das braucht man zum Schatzgraben. Gräbt da vielleicht jemand in der tiefen Erde? Hallo? Fragte der Maulwurf. Er konnte nämlich nicht sehen, war blind auf den Augen. Denn er wohnte meist unter der Erde, wo niemals Licht hinkam. Und wo kein Licht hinkommt, verlernt man auch das Sehen. Ja, ja, sagte der kleine Tiger. Unten gräbt der Bär und ich bin hier oben. Wir suchen nämlich das größte Glück der Erde, weißt du? Ach, das größte Glück der Erde, sagte der Maulwurf. Das kenn ich. Das ist nicht da unten. Das ist nämlich, wenn man gut hören kann. Ich kann gut hören. Hört ihr den Zaunkönig, Freunde? Wie er singt? Ist das nicht schön? Was? Nein, nein, rief der kleine Tiger. Wir suchen eine Kiste mit Gold und Geld. Ach, das, sagte der Maulwurf. Das ist auch nicht da unten.
Ich kenne die Erde hier unter der Erde so gut wie meine Hosentasche. Auf dieser Seite vom Fluss ist keine Kiste unter der Erde. Da hörten die beiden auf zu graben und ruderten mit ihrem Boot über den Fluss. Auf der anderen Seite vom Fluss fing jetzt der kleine Tiger an zu graben. Bei der fünften Schaufel Erde kam der Löwe mit der blauen Hose. Was macht ihr denn da, Jungs? Fragte er. Wir finden hier einen Schatz, sagte der kleine Tiger. Sollen wir dir mal sagen, was das größte Glück der Erde ist? Tja, das weiß ich allein, sagte der Löwe mit der blauen Hose. Nämlich Kraft und Mut. Soll ich mal mutig brüllen? Ja? Nein, bloß nicht, rief der kleine Bär. Wir suchen einen Schatz. Weißt du, eine Kiste mit Geld und Gold. Ach das, brummte der Löwe mit der blauen Hose. Das gibt es hier nicht. Hier, vor dem großen wilden Wald, kenne ich alles. Das gibt's hier nicht. Da hörten sie auf zu graben und gingen durch den großen wilden Wald. Auf der anderen Seite vom großen wilden Wald fing der kleine Bär wieder an zu graben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gackerte das verrückte Huhn. Was macht ihr da, Kinder? Wir? Oh, wir finden hier einen Schatz, sagte der kleine Bär. Geld. Geld, 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 gackerte das verrückte Huhn. Geld liegt doch nicht in der Erde. Mein Bauer sagt immer, das Geld liegt auf der Straße. Und mein Bauer ist wirklich nicht dumm. Oh, sonst hätte er nicht so schöne Hühner wie mich. Oder was? Wie findet ihr denn meinen tollen Hut? Ist er nicht verrückt? Und flatterte davon. Auf der Straße? Sagte der kleine Tiger. Komm! Dann gehen wir auf die Straße. Da brauchen wir nicht so schwer zu graben. Auf der Straße trafen sie den Reiseesel Mallorca. Na, wo soll's denn hingehen, ihr zwei kleinen Tierchen? Wir suchen das größte Glück der Erde, sagte der kleine Tiger. Oh, da habt ihr aber Glück, sagte der Reiseesel Mallorca. Denn das suche ich auch. Ich weiß, wo es liegt. Es liegt in der Ferne. Da könnt ihr gleich mitkommen. Ich bin nämlich auf dem Weg dorthin. Und so sind sie über das Meer gefahren. Als sie an Land gingen, nahm der Reiseesel Mallorca sofort wieder seine Koffer und reiste weiter. Denn die Ferne ist niemals dort, wo man sich befindet. Weißt du was? Sagte der kleine Bär. Wir suchen den Schatz im Meer. Ja, 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 versunkene Seeräuberschätze liegen ja immer unten im Meer. Aber erstmal ging der kleine Bär Fische fangen. Die haben sie auf dem Fischmarkt verkauft. Für das Geld bekamen sie zwei Taucherhelme und Sauerstoffgeräte zum Tauchen. Sie haben dort auch keinen Schatz gefunden. Keine Kiste,
kein Gold und kein Geld. Oh je, die Welt war auf einmal so leer und das Meer so kalt und tief. Und das kleine Haus am Fluss so weit weg. Und wäre nicht der große Vogel Kranich gekommen und hätte sie nicht über das Meer getragen, sie wären wohl jämmerlich für immer und ewig an Heimweh gestorben. Warum gehst du denn so krumm, Tiger? Fragte der kleine Bär. Weil ich so unglücklich bin, sagte der kleine Tiger. Weil wir keinen Schatz gefunden haben. Na, dann steig auf, sagte der kleine Bär. Ich trag dich ein Stückchen. Warum gehst du denn so krumm? Fragte der kleine Tiger. Oh, weil du so schwer bist, sagte der kleine Bär. Dann bleib mal stehen. Jetzt trag ich dich wieder ein Stück. Dann trug wieder der Bär den Tiger. Und dann wieder der Tiger den kleinen Bären. Jeder einmal, bis es Abend wurde. In der Nacht schliefen sie unter einem großen Baum, denn sie waren müde von dem weiten Weg. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, sahen sie, dass sie unter dem Baum mit den goldenen Äpfeln geschlafen hatten. So ein Glück! Ja, ja, sagte der alte Uhu, der aber auch ein Baum war. So ist das. Da laufen sie über die ganze Erde und suchen das Gold unten. Und wo finden sie es dann? Oben. Alles ist meistens anders, als man denkt. Nämlich genau umgekehrt. Der kleine Tiger flocht sofort zwei Körbe. Der kleine Bär kletterte sofort auf den großen Baum. Sie haben die Körbe voll mit goldenen Äpfeln gefüllt, bis ganz oben hin. Sehr schwer zu tragen. Könntest du mich bitte wieder ein Stück tragen? Ich gehe schon ganz krumm, sagte der kleine Tiger. Weil mein Korb so schwer ist. Aber das ging nicht, denn der kleine Bär trug ja auch schon einen Korb. Man kann nur eines tragen, seinen Korb mit Gold oder seinen besten Freund. Weißt du, sagte der kleine Bär, wir tauschen in der Stadt das Gold gegen Geld. Ja, Geld ist aus Papier und viel leichter zu tragen und wir sind genauso reich. In der Stadt gingen sie an die Bank. Dort war ein freundlicher Mann, der zählte die Goldäpfel und sagte: 800, genau 800. 800, das ist das Doppelte von 400. Da bekommen Sie also 400. Oh, das Doppelte, rief der kleine Tiger. Ab jetzt haben wir immer Glück, Bär. Siehst du, jetzt haben wir genau das Doppelte. Ist das nicht schön, du? Das Geld war nicht schwer. Es war nicht mehr als eine Tasche voll. Die konnten sie zusammentragen. Und jeder hatte noch eine Hand frei zum Beerenpflücken. Neben einem Wald kam ihnen ein Mann entgegen. Ich bin Beamter des Königs, sagte er. Und wie wir gehört haben, habt ihr Geld. Die Hälfte von allem Geld gehört immer dem König. Das ist Gesetz. Dafür schützt der König euch vor dem Räuber Hamlitzel und sorgt sich um euch in der Not. Sie mussten die Hälfte abgeben. Und der Mann lief schnell einmal um den Wald herum und kam ihnen von vorn wieder entgegen. Ah, wir kennen uns, sagte er freundlich. Ihr habt Geld, wie wir schon wissen, und die Hälfte vom Geld gehört immer dem König. Genauso lautet das Gesetz. Dafür schützt er euch vor dem Räuber Hamlitzel und so weiter.
Und das machte er dreimal. Schade, sagte der kleine Tiger. Dein Anteil ist jetzt futsch, Bär. Mein Anteil, rief der kleine Bär. Ja, wieso denn mein Anteil? Dein Anteil, du frecher Lümmel, du. Und der kleine Tiger nannte den kleinen Bären einen liederlichen Lumpensack. Und das ging so hin und her, bis sie sich prügelten. In der Nacht haben sie sich wieder vertragen, weil sie sich allein fürchteten. Als sie schliefen, kam der Räuber Hablitzl und hat ihnen den Rest gestohlen. Und der König, der jeden, der bezahlt hat, vor Räubern schützt, der schlief weit weg in seinem Bett. Wie sollte er da jemanden beschützen? Jetzt hatten der kleine Bär und der kleine Tiger wieder nichts. Warum gehst du denn so krumm, Tiger? Fragte der kleine Bär. Ich bin so unglücklich, Bär. Na komm, dann steig auf, ich trag dich wieder ein Stöckchen. Dann trug der Tiger wieder den kleinen Bären. Und dann der kleine Bär wieder den kleinen Tiger. Kein Streit mehr und keine Prügel. Kein Korb, der von oben schwer auf die Schultern drückt. Und kein Beamter des Königs, der ihnen die Hälfte wegnimmt. Oh, Tiger, ist das Leben schön, sagte der kleine Bär, wenn der kleine Tiger ihn trug. Als sie nach Hause kamen, schlief dort der Maulwurf auf dem Sofa. Er hatte sich gestern vor dem Regen untergestellt. Bleib doch da, du, sagte der kleine Tiger. Der Bär kann so gut kochen, dass wir vor Freude immer weinen müssen. Ist echt wahr. Und der Maulwurf blieb. Der kleine Bär kochte einen Blumenkohl aus dem Garten mit Kartoffeln und Salz. Und morgen gibt es vielleicht Pilze, sagte der kleine Tiger. Freut ihr euch schon? Oh ja, rief der kleine Bär. Und wenn du keine findest, dann fange ich eben einen Fisch. Und wenn ich keinen fange, na ja, dann gibt's eben Blumenkohl. Aber weil am nächsten Tag die Sonne so schön schien, ging der kleine Tiger keine Pilze sammeln. Der kleine Bär wollte keinen Fisch fangen. Und da gab es Blumenkohl mit Kartoffeln und Salz. Und wenn der kleine Tiger einmal nicht nach Hause kommt, wo ist er dann? Du da. Nein, du da. Auf See? Falsch. Dann ist er beim kleinen. Du da. Schweinchen. Genau richtig. Also, jetzt geht's los. Ade, kleines Schweinchen. Musik.
Einmal traf der kleine Tiger das kleine Schweinchen. Wo gehst du denn hin, Tiger? In den Wald, Pilze holen. Oh, in der Wald. Ungefähr genau dorthin wollte ich auch. Darf ich mich denn ein bisschen anschließen? Als sie im Wald waren, wollte der kleine Tiger anfangen, Pilze zu sammeln. Da versteckte sich das kleine Schweinchen hinter einem Baum und rief: Such mich, jag mich, fang mich doch mal! Der kleine Tiger stellte den Korb für die Pilze ins Gras und rannte hinter dem kleinen Schweinchen her. Bis er es gefunden hatte. Jetzt bist du dran. Jetzt muss ich dich suchen, fangen. Der kleine Tiger rannte davon, versteckte sich, bis das kleine Schweinchen ihn gefangen hatte. Und so ging das immer hin und her, den ganzen lieben Tag. Wir können gut zusammenspielen, nicht wahr, Tiger? Der Tag war vorbei und keine Pilze im Korb. Heute konnte ich keine Pilze bringen, sagte der kleine Tiger zu Hause. Denn ich hatte keine Zeit. Zuerst traf ich das kleine Schweinchen und dann waren wir im Wald. Im Wald mussten wir ein wenig toben, aber dann war es schon dunkel und ich konnte die Pilze nicht mehr sehen. Nicht gesehen, nicht gefunden. Am nächsten Tag war der kleine Bär an der Reihe. Er sollte zwei kleine Fische fangen, nahm die Angel und ging zum Fluss. Der kleine Tiger sollte die Stube fegen, Kartoffeln schälen, Zwiebelchen schneiden und den Ofen anheizen. Er nahm den Besen in die Pfoten, aber da kam das kleine Schweinchen vorbei und rief: Wer geht denn hier mit zum Baden? Ich! Ich! Ich muss nur schnell meine tolle Badehose suchen. Kleine Schweinchen konnte tauchen. Kopf unter Wasser. Das ist Kunst, rief der kleine Tiger. Das kann keiner. Der kleine Tiger konnte aber einen Kopfsprung. Und bald war der Tag wieder vorbei. Wir können doch alles gut zusammen machen. Nicht wahr, Tierchen? Und als der kleine Bär nach Hause kam, zwei Fische gefangen hatte, musste er erst die Stube fegen, dann Kartoffeln schälen, Zwiebeln schneiden, den Ofen anmachen. Aber der kleine Tiger kam erst so spät nach Haus, dass das Essen schon kalt war. Ich konnte die Stube nicht fegen, sagte der kleine Tiger, weil ich keine Zeit hatte. Zuerst kam Besuch. Und dann musste ich so lange meine Badehose suchen, weil du sie nicht genau aufgehoben hast. Ich kann einen Kopfsprung. Am nächsten Tag nahm der kleine Tiger den Korb und ging los. Aber er machte unterwegs einen kleinen Umweg, damit er unbedingt beim kleinen Schweinchen vorbeikommen musste. Wo gehst du denn hin, Tigerchen? Fragte das kleine Schwein. Vielleicht Pilze holen. Ach, dann komm doch schnell ein wenig herein. Ich mache gerade Kuchen. Schlabberteig.
ist mein Leib- und Magengericht, rief das kleine Schweinchen. Oh, Schlapperteig, rief der kleine Tiger. Möchte ich auch. Und so haben sie den Kuchen dann erst gar nicht gebacken, haben den Teig geschlappert und dann blieb keiner übrig. Danach gab es eine Kissenschlacht. Wir können doch alles gut zusammen machen, nicht wahr, Tierchen? Sagte das kleine Schwein. Aber der kleine Tiger schlief schon. Am nächsten Tag schliefen sie bis um 11. Ach, heute machen wir uns eine faule Tag, rief das kleine Schweinchen. Keiner braucht sich unnötig zu bewegen und arbeiten. Ach, hol doch schon mal ein Schlemmerfrühstück. Wir bleiben den ganzen Tag im Bett. Und nimm die Milchkanne mit. Der kleine Tiger holte Semmeln beim Schafsbock und Wurst beim Fuchs und Eier beim Huhn. Milch bei der Kuh und Speck bei der Maus. Eine Stunde zu Fuß unterwegs, da schmerzen die Beine. Schlemmerfrühstück gibt es immer im Bett, rief das kleine Schweinchen. Mundet es dir, Tierchen? Was ist denn munden? Fragte der kleine Tiger. Gut schmecken. Dann das ja. Rate mal, was es zu Mittag gibt, sagte das kleine Schweinchen. Spaghetti-Nudeln mit Nudelpampe, du kochst. Tomatenpampe in die Kanne bis zum Rand voll. Dann das Wasser in den Topf auf den Ofen. Die Nudeln in den Topf mit dem Wasser und das Ganze gekocht. Noch etwas Pfeffer und Salz in der Tomatenpappe und fertig ist das Mittagessen. So ging das jeden Tag. Heute, morgen, übermorgen. Der kleine Tiger holte Holz und heizte den Ofen, fegte die Stube und besorgte neuen Mist für den Schweinestall, kochte das Essen und das kleine Schweinchen blieb im Bett liegen. Wann hast du Geburtstag, Tigerchen? Mittwoch. Ah. Und ich immer just, rief das kleine Schweinchen. Das passt gut zusammen. War alles Quatsch, klar. Wir wissen das. Und deine Leibspeise? Meine ist alles, was Matsch ist. Tomatenpapp, Schlabberpapp, Puddingpampe. Meine Leibspeise ist Springforelle in Mandelkernbuttersoße mit Semmelbröseln und Petersilienkartoffeln. Als der kleine Tiger das sagte, fiel ihm der kleine Bär wieder ein und er sprang aus dem Bett und rief noch: Dann ade, kleines Schweinchen. Und rannte, hast du ihn nicht gesehen, in den Wald, holte schnell ein paar Pilze und lief nach Haus. Aber der Bär war nicht mehr da. Die Tür verschlossen. Das Gras nicht gemäht und die Petersilie verwildert. Da befiel den kleinen Tiger eine große Angst.
Er rannte um das Haus, guckte in jedes Fenster, suchte hinter den Büschen. Aber der kleine Bär war weg. Er guckte in Höhlen und Mauselöcher, aber überall war er nicht. Er lief über die Felder und fragte den Fuchs, den Löwen mit der blauen Hose, den Hasen, die Gans mit dem Hut. Aber sie hatten den kleinen Bären nicht gesehen. Der kleine Tiger dachte, er könnte ja tot sein. Fiel um und legte sich ins Gras und wollte sterben. Tot für ewig. Keine Lust mehr zu leben. Und eines Tages würde der kleine Bär ihn hier finden und würde ihn ein Grabesdenkmal aufstellen. Müssen. Weil er nicht zu Hause war, der Bär, als der Tiger ihn suchte. Der kleine Bär aber hatte damals auf den Tiger gewartet, hatte das Essen gekocht, die Stube war gefegt, aber der kleine Tiger kam nicht. Da legte der kleine Bär den Schlüssel unter die Schaufel und hängte einen Zettel an die Tür. Ging dich suchen, Bär. Aber den Zettel hatte der Wind verweht. Und den Schlüssel hatte der kleine Tiger nicht gesucht. Als der kleine Bär ihn lange gesucht hatte, kam er beim Fuchs vorbei. Hast du den Tiger gesehen? Ja, ging in diese Richtung, sagte der Fuchs. Und der kleine Bär lief in diese Richtung. Und er fragte alle, die er traf und die den Tiger gesehen hatten. Als er beim kleinen Schweinchen vorbeikam und fragte, und du? Hast du den Tiger gesehen? Sagte es. Was für ein Tiger? Welchen denn? Ich kenne keinen Tiger. War gelogen, klar. Wir wissen das. Und es rief, ach, komm doch rein, Bär. Ich back dir einen Kuchen. Nein, 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 nein. Kommt ja gar nicht in Frage. Ich muss den Tiger suchen. Der Tiger ist doch mein Freund. Und er lief weiter. Den Tiger suchen. Der Tiger indes war eingeschlafen und dann wieder aufgewacht. Als er aufwachte, hatte er Hunger und lief schnurgeradeaus nach Haus. Der kleine Bär aber war den ganzen langen Weg gegangen, den der kleine Tiger zuvor ging, und kam am Ende wieder zu Hause an. Da lag der Korb mit den Pilzen und der Schlüssel noch unter der Schaufel. Da fing der kleine Bär in Eile zwei Fische im Fluss, bereitete ein Festmahl, deckte den Tisch, stellte auch Blumen auf. Und als der kleine Tiger nach Hause kam, gab es Rabatz mit Budenzauber, Kochlöffel, Geigenfiedel und Besenbass. Kurzum, ab jetzt war in dem kleinen Haus bei den Bäumen dort unten am Fluss wieder alles wie zuvor. Ich kann jetzt auch Spaghetti-Nudeln kochen, sagte der kleine Tiger. Mit Nudelpampe. Aber Nudelpampe schmeckte hier keinem. Aber wir brauchen uns vor gar nichts zu fürchten, sagte der kleine Tiger. Bei uns ist doch alles in Ordnung, nicht wahr, Bär? Sagte der kleine Bär. Und da hatte er recht. Aber jetzt ist alles wieder okay. Oder wie? Oder was?